heute. Hättest du mal was Pinkes anziehen können. Hast du eigentlich so Tütü? Unten, ja, nicht, hier Tütü, nicht. Ne? Hallo Burkheide, hallo Welt, da sind wir wieder, wie immer. Matze und Lutze, ist schon langweilig, ne? Wir sitzen jedes Mal das Gleiche. Immer wieder vor der Kamera. Ja, wir haben wieder ein bisschen Text zusammengekrabbelt hier. Als erstes fangen wir mal an mit dem Gruß der Woche. Hallo Caroline, wir grüßen dich und bedanken uns ganz, ganz herzlich für deine Unterstützung hier für Burkheide News TV. Haben uns sehr darüber gefreut. Jetzt müssen wir ja doch wieder weitermachen. Hast du natürlich uns ein Problem verschafft damit. Haben überlegt, ob wir mal eine Woche aussteigen. Geht ja nicht. Haben wir schlechtes Gewissen. Danke. Haben wir schlechtes Gewissen. Vielen Dank dafür. Ja, wir schließen uns noch mal kurz. Er ist ein Karl Ender. Karl Ender? Karl Ender? Na Mensch, halt, oh, ist kein Kalender da. Die Kalender liegen alle unten. Weihnachtskalender. Wie immer Thema Weihnachtskalender fahren wir nur so lange, wie das Sinn macht. Du hast ja schon gesagt, die liegen beim Friseur mittlerweile. Die liegen bei Aline beim Friseur. Ich glaube, ich weiß gar nicht, ob die Frau Friedrich auch noch welche hat. Die hatte nämlich auch welche liegen. Hm. Und Anne, also du? Ja, bei mir. Bei dir? Ich bin auch in der Woche von, sagen wir mal, 9 bis 16 Uhr auch meist erreichbar zu Hause. Genau. Und da liegen auch noch ein paar rum im Aachenweg 9. Und natürlich bei mir hier und bei mir immer. Ihr müsst nicht immer nur, ihr könnt auch bei mir gibt es auch einen Kaffee oder so. Bei ihm ja nicht, da gibt es ja nichts hier. Da müsst ihr nur. Bei mir immer so von 17 bis 19 Uhr unter der Woche, außer montags, weil montags können wir nicht, wie man sieht, sind wir beschäftigt mit anderen Dingen hier. Und sonnabends. Ich könnte jetzt auch noch zur Tür gehen und einen Kalender ausreichen. Sonnabends von 13 bis 17 Uhr, weil danach passiert ab und zu mal was, wo wir dann. Andere Dinge brauchen. Nee. Jo, also wie gesagt, Kalender sind noch da, sind auch noch ausreichend da. Wer es noch nicht geschafft hat, kein Problem. Wir haben noch genug und wenn wir Glück haben und im Waldbad Weihnachtsfeier ist, gibt es dort natürlich auch welche. Weihnachtsmarkt. Apropos Weihnachtsmarkt, Waldbad. Ist immer noch offen? Ist immer noch offen. Wir haben vor 3 Wochen beim Anbrückmann angefragt, noch keine Rückantwort. Wir haben auch leider vor Ort telefonisch am letzten Freitag früh um 9 niemanden erreicht. Wir bräuchten mal irgendeine Info, wie es denn jetzt hier im Landkreis mit Weihnachtsmärkten etc. aussieht. Die Landesregierung hat ja schon gesagt, Außenveranstaltungen kein Problem. Trotzdem werden wir mit der Entscheidung noch ein paar Tage warten. Im Moment befinden wir uns immer noch in der Planung und es entscheidet sich bis spätestens, denke ich mal, 22. November. Ja, muss aber langsam zügig sein, weil Leute müssen ja planen, ne, die dort ausstellen und dergleichen mehr. Und ihr auch, ja. Und wir auch, nee, wir nicht. Wir nicht, der Weihnachtsmann muss. Der Weihnachtsmann weil muss, der wir muss haben planen. Nämlich bezüglich Weihnachten, Weihnachtsfeier, Weihnachtsmarkt eine Anfrage gekriegt und die zeigen wir euch mal hier. Wir haben da mal eine Frage. Kommt der Weihnachtsmann dieses Jahr wieder auf den Marktplatz? Ja. Weihnachtsfeier, wegen Weihnachtsmann. Das gehört ja zu Weihnachten dazu, der Mann. Ja. Der Mann und Mann. Heißt das jetzt nicht Mann-Innen? Mannende. Mannende. Weiter. Darf der eigentlich ein Mann sein? Ha. Okay, wir lassen es einfach mal bei dem Althergebrachten, ich bei dem Weihnachtsmann. Ich lasse dir mal 7 Tage Zeit, das fachlich auszuarbeiten und nächste Woche hier zu referieren. Über Weihnachtsmannende. Wir haben mit dem Kollegen gesprochen und es sieht wohl so aus, als ob er tatsächlich sich überlegt hat. Weil ja, der vom letzten Jahr? Ja, genau, der hier, mit dem haben wir gesprochen und der meinte, es hat ihm gefallen hier in Burkheide, fand er cool. Mhm. Am besten hat ihm das dunkle Bier im Fliegerheim geschmeckt. Deswegen kommt der einfach nochmal und zwar tatsächlich will der am 11. hier in Burkheide erscheinen. Nur der Ort steht noch nicht ganz fest, weil wenn Weihnachtsmarkt ist ganz einfach, entweder ist er um 16 Uhr vorm Schwimmbad oder ist 16 Uhr im Schwimmbad. Genau. Ganz einfach. Genau. Also auf jeden Fall wird es so sein, dass er auch dieses Jahr wieder erscheint, um die Wunschzettel der Kleinsten und ganz Großen entgegenzunehmen. Deswegen, liebe Eltern, schreibt eigene, wenn ihr möchtet, auf jeden Fall schreibt mit euren Kindern einen Wunschzettel, setzt euch hin, nehmt euch die Zeit, dass die mal ein bisschen was zu tun und zu malen haben. Und genau. Und nicht, nicht am Handy malen. Übrigens. Und damit der Weihnachtsmann nicht ganz den Bach runtergeht. Wir haben hier keinen Bach. Dann ja. Hochwasser. Ja, okay. Also wie gesagt,
Der Weihnachtsmann wird höchstwahrscheinlich am 11., also zu 99,9%, die Wunschzettel wieder in Empfang nehmen. Und letztes Jahr, das war ja eigentlich alternativ sehr schön gewesen, war okay, hat uns auch gefallen. Gut, das war erstmal grob dazu. Was ist mit dem schwarzen Buch? Der Heide ist im Schwarzbuch. Ach so, im Schwarzbuch. Das Schwarzbuch zeigt ja mal an, wo die hängen. Das ist ein bisschen politisch, aber machen wir nicht gerne. Aber Burgheide hat es ins Schwarzbuch geschafft. Hier wurde das Geld versenkt. Also man sieht ja ringsrum, wo die orangen Stüpse da überall rauskommen und wo dahinter kein Haus steht. Da muss man sich doch fragen, warum werden unbebaute Waldgrundstücke mit Glasfaseranschlüssen versorgt und da, wo es nötig wäre, die kriegen nichts nicht. Mit X. Ja. Komisch. Also, ja. Außengelände mit Kabel versorgt. Nee, wir brauchen höchstwahrscheinlich im Wald tatsächlich WLAN langsam, damit wir immer die Pilzbestimmung richtig machen können. Ja. Ich muss sie jetzt mal so sehen, es ist positiv. Also tatsächlich ist es so, ich kenne hier ein Grundstück, wo nächstes Jahr gebaut werden soll und daneben ist Wald und der Wald hat gekriegt und dieses Grundstück nicht. Muss man nicht erklären, oder? Okay. Letztlich entstand ein Flickenteppich, der am tatsächlichen Bedarf der Bürger vorbeigebaut wurde. Haben wir wieder nicht mitgeplant, siehst du? Die haben halt nichts zu sagen. Ich habe auch keine Anfrage gekriegt. Aber gut, ich habe jetzt ja eine schnelle Leitung, aber Glasfaser wäre ja der moderne. Lädt jede Woche ein Video hoch, reicht. Ja, lang. Ne? Ja, geht ja. Noch. Jo. Ja, das zu dem schwarzen Buch. Und dann, damit es mit dem Geld nicht, wir sagen das jetzt jede Woche nochmal, mit dem Geld nicht schon wieder durcheinander geht und mit den ganzen Sachen, www.sandpisten.de/eintragen, auf jeden Fall mitmachen. Um sich vor gewissen Kosten, die manchmal gar nicht berechenbar sind, zu schützen. Mhm. Straßenausbaubeiträge nochmal zum Ahrenweg. Der hat ja übrigens so um 150.000 Euro gekostet, wie ich das gesehen habe. Man sagt ja mal, die Gemeinden beteiligen sich zu 10%. Mhm. Ja, aber nur an den Ausbaukosten. Mhm. Nicht an den ganzen Planungskosten. Und dann zahlt, glaube ich, die Gemeinde nur einen höheren dreistelligen Betrag für die ganze Straße und den Rest zahlt der Bürger. Der Bürger. Ja, weil du reich bist. Nicht mehr. Jetzt nicht mehr. Okay, weil du kannst nachher eine Stulle mitnehmen. Ja. Und ein Bier? Aber ohne Schmalz. Wasser. Ich nehme Wasser mit. Ja. Bier kannst du auch noch. Nee. Ich trinke das Zeug ja so nicht. Jo. Dann kommen wir nochmal zum Fußball. Auch da gibt es noch was Positives zu berichten. Unsere Herrenmannschaft hat am Wochenende gegen Witbrietzen gespielt und hat eine gelb-rote Karte gekriegt und trotzdem 3-2 gewonnen. In der Unterzahl. Und damit haben sie es endlich mal geschafft, aus dem unteren Keller, also den Laterne abzugeben. Die sind jetzt nicht mehr Letzter, sondern nur Vorletzter. Sieht ja erstmal, wenn es klappt und die noch 2-3 Mal gewinnen, könnten sie tatsächlich in der ersten Kreisliga bleiben. Klasse, Kreisklasse bleiben, aber warten wir es ab. Herzlichen Glückwunsch, Jungs. Habt ihr gut gemacht. Jetzt kommen wir noch mal zum Wetter und ich habe gehört, das soll Schnee geben. Ist das so wirklich richtig, Matze? Das hast du geträumt, oder? Nein, ich habe gelesen. Guck doch mal, wenn du hier auf die Temperaturen guckst, ist es jetzt nicht unbedingt etwas, was bei oberhalb der 5 Grad bis teilweise 10 Grad Schnee sein könnte. Auch die Nachttemperaturen mit 3 Grad und später sogar noch mal, Freitag 10 Grad nachts, ganz schön warm, sind nicht unbedingt Schneevoraussetzungen. Nee, aber der 28. soll es bringen. Der 28. soll es bringen, sagst du. Hinten raus in den Trend geguckt. Da geht es mit den Temperaturen vermutlich. Letzte Woche sah der Trend ganz anders aus. Also egal. Es bleibt noch in dem mittleren einstelligen Bereich. Geht da noch mal kurz höher Richtung Freitag. Und danach scheint es etwas nach unten zu gehen. Vom Trend her und auch Mitte dieser Woche Niederschlag möglich. Klick noch mal bitte durchs andere Bild an. Das hast du mir gerade weggeklickt. Aber das sind auch Niederschläge im Bereich von unter einem Liter pro Quadratmeter. Also für Burgheide nichts. Also kommt nichts an. Ein Hauch, ein Heuchlein. Ja, gut. An Burgheide vorbeigetragen. Vielleicht ändert sich es auch in 3 Tagen und es ist ganz anders. Und es fällt alles runter, aber eigentlich nicht. Glaube ich. Gut, und schon sind wir wieder durch. Matze, fällt dir noch was ein? Hast du was vergessen? Und wenn ich damit jetzt anfange? Glühwein? Nö. Okay. Heute nicht. So, dann sind wir durch. Wir freuen uns wieder für euch da gewesen zu sein. Wünschen euch alles Gute die Woche. Wie immer hier vor der Kamera. Matze und Lutze. Tschüss. Nächste Woche hast du Pink an. Dein Tü-tü.